Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Engelhardt-Brüdern. Freunde, eine Woche Diät ist vergangen und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein Video und zeigen euch bzw. sagen euch, was so abging bzw. wie viel wir abgenommen haben und wie die Diät bis jetzt verlaufen ist. Also eigentlich hatten wir vor, so eine kleine Challenge zu machen. Wer mehr in einer Woche abnimmt, dann haben wir aber relativ schnell gesagt, okay, wir machen lieber ein Experiment. Wir essen ungefähr dasselbe bzw. essen 1:1 dasselbe und gucken einfach, damit wir theoretisch ungefähr ein gleiches Kaloriendefizit haben, dass wir ungefähr eigentlich gleich viel abnehmen müssen. Genau. Wir haben uns jeden Morgen mit den gleichen Konditionen gewogen. Und siehe da, wir haben natürlich nicht gleichmäßig bzw. ja, den gleichen Verlauf genommen, obwohl wir eigentlich alles einzeln gleich gemacht haben. Genau, wir haben gleich trainiert. Ja, gleich trainiert. Wir haben quasi gleich viele Kalorien jeden Tag gegessen. Wir hatten ungefähr die gleiche Aktivität. So, Freunde, ich melde mich direkt aus dem Gym. Arthur ist schon nach 2 Minuten weg vom Stairmaster gegangen und ich will die Challenge unbedingt gewinnen. Deswegen heißt es für mich einfach, mein Verbrauch von den Kalorien so hoch wie es geht anzusetzen, dass ich schön dick im Defizit bin und mehr abnehme als Arthur. Das Lustige ist, mein Startgewicht lag ungefähr so tief wie schon lange nicht mehr. Also das ist eigentlich der schlechteste Punkt, so ein Video zu starten, weil ich eigentlich die letzten Tage davor bei mindestens 84,5 bis 85 pipapo war. Also das war wirklich mein lowest weight. Bei dir war es ungefähr gleich. Ja, bei mir auch. Also ich war im Aufbau teilweise bei 90 Kilo morgens. Und dann gehe ich so am Start der Diät auf die Waage, 87,4. Ich so, okay, ist das jetzt, weil ich nur an die Diät gedacht habe, schon direkt 2 Kilo runtergegangen? Oder warum ist das so? Aber Freunde, wie gesagt, das Gewicht hat einfach so kranke Fluktuationen. Es hat was mit Wasser zu tun, wie viel Wasser ihr trinkt, wie viel Stress ihr habt, wie viel Salz ihr gegessen habt, wie kaloriendicht eure Lebensmittel waren, die ihr gegessen habt. Also wenn ihr jetzt, sag ich mal, 2 Kilo Gemüse gegessen habt, werdet ihr logischerweise dann am nächsten Tag, wenn ihr nicht viel auf Klo wart, mehr wiegen. Weil einfach euer Magen voll ist. Das heißt nicht, dass ihr gleich Fett zunehmt oder an Gewicht zunehmt, weil ihr einfach mehr Körpermasse jetzt habt. Das liegt einfach an der Füllmenge im Magen. Deswegen sollte man sich auch nicht verunsichern lassen, vor allem von der Waage. Genau. Deswegen empfehle ich es jedem wirklich als Werkzeug, eine Waage zu nehmen und euch jeden Tag zu wiegen, nicht irgendwie zu sagen, fuck, jetzt habe ich 3 Tage hintereinander nicht weniger gewogen und jetzt wiege ich sogar ein halbes Kilo mehr. Was soll ich machen? Soll ich umstellen? Was ist los? Was passiert? Soll ich irgendwie was ändern? Genau, aber auch nur für die Leute, die wirklich explizit abnehmen wollen und das als Ziel haben. Wenn man jetzt gerade irgendwie Kalorien halten möchte oder was weiß ich, das ist natürlich einfach unnötige Kopfmacherei, wenn man sich jeden Tag wiegt und das trackt. Aber wie gesagt, wir reden hier gerade von dem Fall, dass man abnehmen möchte, dass man die beste Diät machen möchte, die man quasi für sich machen kann. Dementsprechend macht es einfach Sinn, sich jeden Tag zu wiegen. Das Ganze dann, sagen wir mal, wenn wir jetzt, wie Winnie und ich haben jetzt 7 Werte, klar, eine Woche, 7 Tage, 7 Werte, diese addieren wir alle zusammen und dann rechnen wir das durch 7 und dann haben wir den Wochendurchschnitt. Und diesen Wochendurchschnitt vergleichen wir dann mit dem nächsten Wochendurchschnitt und so weiter und so fort. So muss man sich nicht von Tag zu Tag denken, okay, shit, was geht jetzt ab? Warum wiege ich jetzt ein bisschen mehr? Weil, wie gesagt, das Gewicht springt hoch und runter, hat einfach ganz viele Faktoren und nicht Fett, was auf einmal da ist oder nicht da ist. So schnell geht das nicht. Es kann sein, dass ihr an einem Tag mehr Salz gegessen habt, mehr Wasser zieht, mehr Stress hatte, dadurch ein bisschen mehr wieder. Also es sind wirklich sehr viele Faktoren. Ich bin hier gerade mit Saskia am Film gucken. Hallo. Hallo. Saskia gönnt sich erstmal ein Mandeleis und ich habe hier gerade ein Paukuchen gegessen und ich habe noch ungefähr 500 Kalorien offen heute und bin echt am Überlegen, ob ich die Kalorien noch mehr reduzieren soll, als wir das eigentlich abgesprochen haben und will ihr einfach nichts davon sage, damit ich quasi einen voraussichtlich höheren Fettverlust habe. Aber ich weiß nicht, ob das zu snitchy wäre. Auf jeden Fall werde ich mir, glaube ich, gleich noch meinen Melty Bar genehmigen. Und dann sage ich morgen, was ich gemacht habe. Weil ich habe schon Bock zu gewinnen. Also man hat schon Bock zu gewinnen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Waage von Prozis. Und was da einfach so geil ist, man stellt sich morgens drauf, hat bei seinem Handy Bluetooth an und drückt einfach auf Enter Weight. Zack, stellt sich drauf. Das Ganze wird dann direkt hier in der App von Prozis direkt getrackt. Hier man sieht bei mir zum Beispiel Monday 87,4. Zack, boom. Dann zeigen die einen sogar hier, okay, das ist auch sehr hilfreich, dieses Diagramm. Das zeigt einem, wo der Trend hingeht und das ist auch gut so. Eigentlich dachte ich, dass ich
wirklich die ersten Tage viel, viel mehr abnehme, dann habe ich mir gedacht, okay, krass, jetzt geht es gar nicht mal so gut voran, wie ich es mir eigentlich erhofft habe, bis ich mir, sage ich mal, keinen Kopf mehr darüber gemacht habe und einfach wirklich auf die Waage gegangen bin und einfach zu gucken, wie viel wiege ich jetzt. Und ich habe mir wirklich gedacht, also ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass am letzten Tag, wo ich mich wiege, wirklich nochmal so ein richtiger Gewichtsverlust kommen wird, und siehe da, er kam. Das Ding ist, wenn man alleine das Ganze durchzieht, hat man halt wirklich oft diese Filme, dass man sich Sachen angeht, die nicht so sind. Also wir selber wissen eigentlich, wie es läuft, so was das angeht mit dem Gewicht. Wir haben ja gesagt, es fluktuiert heftig. Und trotzdem hat Willi mir gesagt, ey Digga, voll komisch, mein Gewicht geht nicht runter, obwohl er selber wusste, okay, er ist im Kaloriendefizit, er würde eigentlich runtergehen mit dem Gewicht. Da haben wir beide gesagt, safe, morgen oder so ist auf einmal so ein kranker Job, und dann war halt so ein kranker Job. Und dementsprechend halt wirklich nicht zu sehr verrückt machen, was das Diäten angeht, weil das kann einen schon hart auseinandernehmen. Freunde, ich muss sagen, ich fühle mich auf jeden Fall richtig, richtig gut damit. Also sind zwar erst 2 Tage um, aber trotzdem, ich hab Bock und ich werde auch gewinnen. Dit knapp für dich. Klar, mit dieser Serie, mit dieser Dokumentation, wie man es auch immer nennen will, diese, ja, Diät-Serie, kann man schon Diät-Serie nennen. Safe, safe. Mit der Diät-Serie wollen wir natürlich alle unsere Topform erreichen. In 90 Tagen, wir sind jetzt bei Tag 9 von 90, also haben wir schon 10% geschafft, Freunde. Was auch wichtig ist zu sagen, bei der Diät ist eigentlich bei uns persönlich, eigentlich aber auch bei jedem, so dieser typische Verlauf. Man geht am Anfang in die Diät, verliert Gewicht, denkt sich aber so im Spiegel so, ja okay, ich habe jetzt was verloren. Dann kommt man in diese Phase, wo man schon mehr Gewicht und mehr Fett verloren hat, aber die Muskeln leerer werden. Dementsprechend sieht man nicht mehr so heftig aus, weil die Muskeln nicht mehr so prall sind. Und erst ganz, ganz am Ende, wenn man wirklich sehr, sehr lean ist, fängt man wieder an, gut auszusehen. Und wenn man dann wieder auf seine Haltung oder in seinen Überschuss geht, sieht man richtig, richtig gut aus, weil die Muskeln sind wieder voller, das Fett ist weg. Also macht euch auf jeden Fall da nicht zu heftig den Kopf in der Diät, wenn ihr jetzt ins Spiegel guckt und sagt, ja okay, ich bin jetzt voll im Defizit, verliere voll viel Gewicht, aber sehe nicht viel krasser aus, weil das Ganze nimmt seine Zeit und dafür braucht ihr dann dementsprechend später wieder nach der Diät eure Kalorien, um diese Qualität wieder zu bekommen. Genau, also was heißt Qualität? Jeder hat ja auch, sage ich mal, sein eigenes Idealbild. Vielleicht will nicht jeder muskulös aussehen oder sonst was, vielleicht wollen viele Leute auch einfach nur schlanker werden. Genau, aber auch weiß ich nicht, was auch diese schlank. Genau, also egal was euer Ziel ist, unsere Empfehlung ist es einfach, mindestens wöchentlich Updates zu machen, ein kleines Video, ein paar Fotos mit dem gleichen Lichtverhältnis, mit den gleichen Bedingungen auf leeren Magen oder wie auch immer. Das ist auch wirklich, selber. Genau, dass ihr wirklich von Woche zu Woche sehen könnt, ja, tut sich da denn was, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht muss ich noch mehr essen, noch mehr Cardio machen. Und dann guckt ihr auf die Bilder und seht, okay, da hat sich eigentlich schon einiges getan, weil oft verliert man einfach diesen Blick für sich selbst und man ist eigentlich nie zufrieden mit sich selbst. Also man ist oft einfach nicht zufrieden mit sich selbst und denkt dann, okay, man muss noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Aber irgendwo muss man halt auch gucken, was man schon geschafft hat in der Zeit, die man diätet oder was es auch immer ist. Ob ihr eine Diät macht oder ob ihr irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Ziel habt und denkt, okay, ich muss jetzt da und dahin arbeiten, ich muss jetzt noch mehr machen, noch mehr dies machen, noch mehr das machen. Ja. Und am Ende des Tages, auch bei der Arbeit, kann es dann sein, dass ihr zu viel macht, dass ihr einfach zu wenig schlaft. Durch dieses zu wenig Schlafen werdet ihr nicht mehr so produktiv in den Stunden, die ihr mehr arbeitet. Dann denkt ihr, okay, ich mache jetzt mehr, aber irgendwie wird es nicht besser. Und dann verliert man sich irgendwann selbst. Bei dem Prozess, besser zu werden, dürft ihr nie vergessen, dass man ab und zu auch die Klinge schärfen muss und nicht mit einer stumpfen Klinge irgendwo ganz halt am Schneiden ist, weil irgendwann bringt es nichts mehr zu machen. Also es gehört natürlich auch Pause dazu, es gehört die Reflexion dazu, zu gucken, okay, was macht man gerade, wie macht man es gerade, also ein bisschen mit Köpfchen und auch sich mal ab und zu zurückzulehnen und sich auszuruhen, weil das gehört einfach dazu, sonst würde der Mensch keinen Schlaf brauchen. Und auch niemals vergessen, dass man sich in diesem ganzen Ding nicht verrennt und nur noch nach links und rechts guckt. Das Ding ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo ja diese ganzen Ideale, vor allem auf Instagram oder auch auf YouTube, einen echt ganz, ganz schön hart den Kopf auseinandernehmen können, wenn man guckt, ja, der ist 17 und der sieht viel heftiger aus als ich, oder der ist dies und der ist das, oder sie sieht so aus und sie macht das. Und das Ganze solltet ihr einfach komplett ausblenden, ihr solltet nur auf euch selber gucken, weil erstens wisst ihr niemals, was bei anderen Leuten im Background passiert, dass sie erstens so aussehen, wie sie aussehen, und zweitens solltet ihr auch überhaupt gar nicht den Gedanken darüber verlieren, weil ihr wollt ja für euch diäten. Es bringt ja nichts zu sagen, der sieht so aus oder die sieht so aus, weil im Endeffekt macht ihr die Diät, um besser zu werden. Ihr macht es ja nicht für jemand anderen, sondern für euch selber, damit ihr mit euch zufrieden seid, morgens in den Spiegel guckt und sagt, let's go. Genau, also auch nicht nur wieder hier nur die Diät, sondern allgemein über alle Leben. Also nee, die Diät kann man natürlich perfekt dazu nehmen, dass man das so quasi metaphorisch hinstellt, aber
es ist mit allem so im Leben, sei es, keine Ahnung, da wo ihr gerade steht, wie viel ihr verdient, seid schon 30, noch nicht verheiratet und seht dann eure Freunde, okay, die sind jetzt 30, haben zwei Kinder, haben jetzt schon ein Haus gebaut. Also macht euch nicht verrückt, lasst euch nicht verrückt machen von der Gesellschaft, macht einfach euer Ding, versucht selbst einfach besser zu werden, das Beste aus euch rauszuholen, verarscht euch nicht selbst und sagt, ja, ich mache doch so viel, obwohl ihr insgeheim wisst, ich könnte mehr machen, ich könnte es besser machen. Es ist auch oft so, dass man das verwechselt, dass man sich dann selbst verarscht und sagt, okay, ich brauche jetzt Pause, ich muss jetzt mehr Pause machen. Der Mensch sucht sehr, sehr schnell Ausreden. Genau, also wenn man alleine ist, dann kann man sich die auch sehr, 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 sehr leicht rechtfertigen. Und es hat auch viel mit dem Freundeskreis zu tun, wie dieser Freundeskreis einfach aufgebaut ist. Also man kann einfach sagen, man kann 5 von euren besten Freunden, mit denen ihr die meiste Zeit verbringt, angucken und dann sehen, wie eure Zukunft aussieht. Wenn das Leute sind, die einfach nur am Faulenzen sind, die einfach nur chillen wollen, euch sagen, ja, hör mal auf, das ist voll komisch, dass du jetzt so durchziehst oder dass du jetzt irgendwas großes... Ja, das ist komisch. Also ja, viele Leute, viele, sagen, die dann sagen, ja komm, du brauchst jetzt mal Pause. Klar, man braucht auch Pause, also versteht das nicht falsch, was wir gerade gesagt haben. Meiner Meinung nach sehr wichtig, aber man sollte sich halt niemals selbst anlügen und sagen, ich brauche jetzt Pause, obwohl ihr vielleicht noch nicht mal genug gemacht habt. Genau, und auch nicht nur das, auch wenn ihr große Ziele habt, große Träume habt, große, ja, einfach Visionen habt, die dann mit euren Freunden teilt und die euch einfach komplett runterreden, dann müsstet ihr einfach mal überlegen, okay, werde ich das noch mit diesen Leuten teilen oder werde ich vielleicht ein bisschen mehr die Zeit auf mich selbst fokussieren und weniger mit denen chillen, damit ich mein Ziel vor Augen habe und einfach, ja, alles für die Erfüllung. Genau, für euer Ziel hart arbeitet, hart kämpft und das macht, was euch erfüllt und nicht, was irgendjemand anderes sagt, der irgendwie sagt, ja, ich weiß nicht, ist das nicht vielleicht zu hoch gestapelt. Ich meine, am Ende des Tages setze ich ein Ziel, was einfach so utopisch ist, aber dass ihr sagt, ich will das am Ende meines Lebens erreichen. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht erreichen, weil es einfach wirklich ein utopisches Ziel sein sollte, aber ihr werdet viel näher dran kommen, als wenn ihr ein Mini-Ziel haben würdet. Also jetzt nicht gerechnet auf wenige Jahre, sondern wirklich so ein 30, 40 Jahres-Ziel. Und als mittelfristige und kurzfristige Ziele, sich Ziele zu setzen, die vielleicht realisierbar sind, ist meiner Meinung nach auch viel, viel besser, weil man einfach diese Motivation dann, ja, sag ich mal, tanken kann, wenn man diese kleinen Etappen erreicht. Und jetzt sind wir aber heftig weit abgedriftet von dem Thema. Wie ihr seht, wir sehen die Diät nicht nur als quasi Fett verlieren und nicht einfach so stumpf, ja, wir kriegen jetzt voll die krasse Form, voll geil, sondern wir nehmen das Ganze als dicke, fette Challenge. Erstens dient uns das Ganze einfach auch als Tool dafür, noch geiler mit euch zu kommunizieren, um euch nochmal so ein bisschen unsere Gedanken zu schildern, wie wir mindsetmäßig einfach aufgestellt sind und hoffen natürlich, ihr könnt davon ein bisschen was mitnehmen und gerne auch in die Kommentare schreiben. Falls ihr irgendwelche Eindrücke mit uns teilen wollt, einfach gerne in die Kommentare schreiben, sind auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Genau, also wer eine Diät durchziehen kann, kann auch so vieles mehr im Leben durchziehen, ist unsere Meinung. Also weil ihr wirklich so viel Selbstdisziplin habt, dass ihr das durchzieht, dass ihr nicht einfach euch verliert und nach einer Woche schon die Diät abbrecht, das ist so heftig für einfach für den Kopf, so viel wert meiner Meinung nach. Genau, und man darf halt auch nicht vergessen, dass wenn man jetzt einen Tag hat, wo man zu viel gegessen hat, seine Kontrolle verloren hat und dann, keine Ahnung, einfach ordentlich reingehauen hat, vergesst nie, ihr seid Menschen, Menschen machen Fehler, aber Menschen können auch sehen, dass sie Fehler gemacht haben und daraus lernen und das werdet ihr danach machen und dann werdet ihr das Ganze nicht mehr machen und macht euch nicht zu viel den Kopf. Und wenn ihr es nochmal macht, trotzdem menschlich, also es soll jetzt nicht, dass ihr jetzt die Ausrede hättet, okay, so und so oft kann man es machen, also wenn es mal passiert, passiert es, einfach versuchen daraus zu lernen und einfach beim nächsten Mal besser machen, wenn es nochmal passiert, nochmal daraus lernen und immer so weiter, so wie mit einem Leben, bis man einfach weiterkommt. Das Leben stellt einem einfach immer wieder die gleiche Hürde, wenn man sie nicht überwindet, dann kommt sie irgendwann wieder und bis man es geschafft hat, die zu überwinden, also dementsprechend jetzt in der Diät, wenn man so einen kranken Hunger auf einmal verspürt, dem zu widerstehen oder nur eine Kleinigkeit zu snacken, viel Wasser zu trinken und dann, wenn man das einmal geschafft hat, schafft man das auch ein zweites, drittes und viertes. So Freunde, das soll es aber auch mit dem Video gewesen sein, aber um das Video abzuschließen, wie viel hast du abgenommen? Genau, ich habe jetzt einfach mal mein Anfangsgewicht und mein Endgewicht. Insgesamt habe ich 1,4 Kilogramm abgenommen. Ich habe jetzt einfach das Endgewicht und das Anfangsgewicht genommen. Und normalerweise machen wir das natürlich so, dass wir den Wochendurchschnitt nehmen und den mit dem zweiten Wochendurchschnitt vergleichen. Aber jetzt hier fürs Video einfach 1,4 Kilo Anfangs- und Endgewicht. Wie viel bei dir? Genau, bei mir 1,2 Kilo. Ich glaube, ich habe angefangen bei 83,4. Am Ende war ich 82,2. Also Freunde, am Anfang werdet ihr, also ist es eigentlich normal, dass man ein bisschen mehr abnimmt. Also lasst es nicht verunsichern, wenn die Woche 3, 4, 5 nicht so schnell geht wie die erste und zweite Woche. Das ist ganz normal. Auf jeden Fall, ja, sehr lustig zu sehen, wie das Ganze bei uns endet, sag ich mal, wo wir die gleichen Kalorien gegessen haben, ungefähr von der Körperstruktur pipapo gleich sind. Da sieht man halt auch, wie akkurat Kalorienrechner überhaupt sein können. Genau, also mein Umsatz ist halt ein bisschen höher. Woran das liegt, entweder ich bewege mich mehr, ich gestikuliere mehr. Und du wiegst auch von vornherein mehr, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ein bisschen mehr mit mir mit. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Würdet ihr uns mal einen Daumen nach oben freuen? Über einen Kommentar, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, weil
Solche Videos machen wir üblicherweise nicht so oft. Aber sehr gerne euer Feedback dalassen. Und wenn ihr bis jetzt geguckt habt, sehr gerne abonnieren, Freunde. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.